Meditation. Wolleball hieß ein kleiner Hund, über den ein jeder lachte, weil er keine Beine hatte und so viel süße Schweinereien machte. Warum ist man überall geniert? Warum darf man nicht die Wahrheit sagen? Warum reden Menschen so geziert, wenn sie ein Bein übers andere schlagen? Um dies überschätzte Homosum werd ich täglich wirrer und bezechter. Ach, die Schlechtigkeit ist gar zu dumm. Doch die Dummheit ist noch 10-mal schlechter. Hat der Wolleball von seinem Herrn nichts gewusst, nur Launen mitempfunden, hatte er ihn andererseits sehr gern und verstand im Grunde nichts von Hunden. Er ist tot, auf den ich solches dichte, mir ist wurscht, wo sein Gebein jetzt ruht, aber die Pointe von der Geschichte muss ich sagen, er war herzensgut. Er grollte nie. Ein einziges Mal nur, bis er nach mir, als ich verhindern wollte, dass er wieder in die Hausschuhe. Nach mir, als ich verhindern wollte, dass er wieder in die Hausschuhe schiss. Ringelnatz. Schön.